Mein Name ist Kai Liebold. Ich bin beim Wirtschaftsministerium im Referat 33 für Automobilindustrie, Produktionsindustrie und Logistik und möchte Ihnen gerne einige Eckdaten zu unserem Förderaufruf innovative Mobilitätstechnologien angeben. Antragsberechtigt waren mindestens zwei KMUs in Verbindung mit mindestens einer Forschungseinrichtung. Das kommt daher, dass der ganze Förderaufruf in der Mittelstandsoffensive Mobilität angesiedelt ist. Die hat das Ziel, Forschungsergebnisse direkt KMUs zugänglich zu machen, sodass auch die beteiligten KMUs auch einen Profit davon haben. Diese vorwettbewerblichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten haben auch das Ziel, den Wissens-, Innovations- und Technologietransfer zu verstärken und auch Innovationsprozesse zu verbessern. Die Projekte sind überwiegend Ende 2018, Anfang 2019 gestartet und haben eine Projektlaufzeit von durchschnittlich 24 bis 26 Monaten. Dabei hat jedes Projekt eine Fördersumme mit bis zu 300.000 Euro erhalten, sodass insgesamt rund 3 Millionen Euro vom Land eingesetzt werden. Sehr erfreut hat uns, dass die eingereichten Projektanträge so vielfältig waren. Insgesamt waren Technologiefelder abgedeckt, vom Fahrzeug über Energie-, Informations- und Kommunikationstechnologie bis über Produktionsprozesse zu einzelnen Bauteilen. Hier würde ich gerne einige einzelne Projekte erwähnen, wie zum Beispiel die Simulationsmodelle zur Sicherung von Zweiradfahrern, die Entwicklung einer intelligenten Gelenkwelle, Anwendungen für Textilien im Exterieur von Fahrzeugen oder auch Lösungsansätze für Fahrzeugflotten mit autonom fahrenden Fahrzeugen. Beteiligte Forschungseinrichtungen sind zum Beispiel das KIT, das DLR, DITF, Fraunhofer IAO und ICT, das FKFS oder auch das ITM. Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß und interessante Einblicke zu den geförderten Projekten. Dankeschön.